Leuchtend, bunt, hypnotisch. Vor 60 Jahren wurde die Lavalampe erfunden und ist ein echter Dauerbrenner geblieben. Auch heute noch sorgt sie für Begeisterung, wie hier auf TikTok. Let's turn on. There. She's so cute. Aber dass es heute überhaupt so schön blubbert, haben wir einer Eieruhr, einem exzentrischen Erfinder und einem Zufallsfund zu verdanken. Und hier beginnt die Geschichte der Lavalampe. In Poole, einem verschlafenen Nest in Südengland. Hier sind wir mit Cressida Granger verabredet. Hallo! Herzlich willkommen in der Lavalampenfabrik. Kommt rein! Cressida ist heute Chefin der Produktion. Erfunden wurde die Lampe jedoch 1963 von Unternehmensgründer Edward Craven Walker. Heute verkauft die Firma 11 verschiedene Modelle. Vom Finish im Schallplatten-Look über die Riesen-Lavalampe für 3000 Euro, der kleinen Lampe für die Wand bis hin zur Mini-Version, die man sogar mit Kerzenlicht betreiben kann. Die Lavalampe ist auch heute noch so beliebt, weil sie ein guter Kontrast zu unserer gehetzten digitalen Welt ist, findet zumindest Cressida. Wir haben eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht. 98% von ihnen sagten, ihre Lavalampe würde sie beruhigen und sie würden sich dadurch weniger gestresst fühlen. Es geht ums Warten und um die Konzentration. Die Menschen nutzen die Lampe für Achtsamkeit, um Yoga zu machen. Ganz allgemein gesagt, um runterzukommen. Und so beruhigend und entschleunigend die Lavalampe auf uns wirkt, so aufwendig wird sie hier hergestellt, nämlich in Handarbeit. Herr über die gut gehütete Lavarezeptur ist dieser Mann. Darf ich euch vorstellen? Unser Mixmeister Alan Stanton. Er ist seit 32 Jahren dabei und mixt die Lampen per Hand. Nachdem Alan und sein Kollege Ben alle Flaschen auf Fehler im Glas geprüft haben, bekommt jede von ihnen so eine Springfeder. Sie hilft dabei, die Lava später schneller in Gang zu bekommen. Das Spiel der blubbernden Blasen entsteht durch zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte, einem Wachs- und einem Wassergemisch. Eine Glühbirne im Sockel erwärmt die Lampe. Die Springfedern helfen, diese Wärme gleichmäßig im Wachs zu verteilen. Das Wachs dehnt sich durch die Wärme aus, wird leichter und steigt auf. Oben angekommen kühlt es ab, wird wieder schwerer und sinkt nach unten. Im Schnitt kann man eine Lavalampe rund 6 Stunden am Stück so laufen lassen. Die Lava mischt und färbt Alex nach Rezeptur. Was alles genau drin steckt, ist allerdings natürlich Betriebsgeheimnis. Damit die Lava später in Schwung kommt und gut aufsteigen kann, ist es auch wichtig, dass das Verhältnis zwischen Wachsgemisch und Kontrastflüssigkeit exakt stimmt. Pingelig sein ist also die Essenz von Alans Arbeit. Die Flaschen wandern nun noch für eine Stunde in ein heißes Wasserbad, damit sich das Wachsgemisch vom Glasrand löst und gleichmäßig in der Flasche verteilt. Dass die Lavalampe heute noch erfolgreich ist, hat sie übrigens einem Zufall zu verdanken. Denn nach dem ersten Erfolg gerät sie in Vergessenheit und wird dann wiederentdeckt. Nämlich in London. Hier versucht Cressida in den 80er Jahren gerade ihr Glück als Antiquitätenhändlerin. Auf dem Camden Market, dem wohl berühmtesten Flohmarkt Londons, betreibt sie einen Stand für Vintage-Möbel und Accessoires. Sie ist immer auf der Suche nach neuer Ware und stößt dabei zufälligerweise auf eine alte Lavalampe. Ich suchte nach Möbeln und Lampen aus den 60ern und 70ern, habe alles abgescannt nach Orange und Pink und diesen besonderen Formen unter den Antiquitäten. Und dann habe ich diese alte Lavalampe gesehen. Ich habe sie gekauft und mitgenommen. Ich habe sie angemacht und ich kann mich erinnern, dass sie nicht geblubbert hat, weil sie so alt war. Sie brauchte eine neue Flasche. Also wählte ich die Telefonnummer der Fabrik und die meinten, klar, wir verkaufen dir eine neue Flasche und eine neue Glühbirne. Cressida kauft nicht nur eine Lavalampe, sondern gleich mehrere und bietet sie dann den Antiquitätenfans auf dem Camden Market an. Ein voller Erfolg. Rund 20 Stück verkauft Cressida pro Tag.
Sie haben sich wie verrückt verkauft. Die Kunden kamen auch zurück, um mehr zu kaufen und erzählten ihren Freunden davon. Erfunden hat die farbenfrohen Lampen Anfang der 60er Jahre Edward Craven Walker. Geboren in Singapur, aufgewachsen in Großbritannien, im Zweiten Weltkrieg Pilot, später Buchhalter, leidenschaftlicher Hobbyerfinder. Und eine durchaus exzentrische Persönlichkeit. Daran können sich auch noch Alan und Produktionsmanager Stephen erinnern. Weißt du noch, wo du früher die Flaschen zum Befüllen geholt hast? Die habe ich aus dem Camp geholt, das er nebenbei noch führte. War an diesem Camp was Besonderes? Das war ein Nudistencamp. Mit Edwards früherer Ehefrau Christine ist Cressida auch heute noch freundschaftlich verbunden. Sie hat ihn damals bei der Erfindung der Lavalampe und der Gründung der Firma unterstützt. Auf die Idee gekommen war Edward übrigens, nachdem er eine selbstgebastelte Eieruhr gesehen hatte. Diese Eieruhr sollte anhand von schmelzendem Wachs die richtige Kochzeit ermitteln. Er war sehr lustig. Aber er hat auch sehr hart gearbeitet und war sehr hartnäckig. Wenn er eine Idee hatte, setzte er sie immer um. Er widmete dann seine ganze Aufmerksamkeit dieser Sache. Und meistens hat das funktioniert. Und so schafften sie es, innerhalb von einem Jahr einen Prototypen zu entwickeln. Ihr erstes Modell nennen sie Astro, in Anlehnung an die Weltraumbegeisterung der 60er Jahre. Bis heute der Bestseller. Bis sie schwarze Zahlen schreiben, vergehen nochmals 10 Jahre. Dann kam ein besonderer Anruf. Die Frau am Telefon sagte, es interessiert euch vielleicht, dass Ringo Starr eben eine eurer Lampen gekauft hat. Ich dachte, es ist gut genug für Ringo Starr? Dann muss es ziemlich gut sein. In den 70er Jahren trifft die Lampe den Nerv der Zeit. Edward und Christine exportieren nach Europa, Australien und Südafrika. Anfang der 80er geht die Nachfrage dann stark zurück. Genau zu dem Zeitpunkt, als Cressida die alte Lavalampe findet und ein Riesengeschäft wittert. Ich habe angefangen, sie für den Stand in Camden Market zu kaufen, nahm sie dafür aus der Box und verbrannte die Verpackung. Warum? Und die Anleitungen, weil ich nicht wollte, dass andere Händler sehen, woher die Lampen sind. Cressida und ihr damaliger Geschäftspartner David haben sogar noch mehr Ideen. Wir wollten sie selbst machen. Kinderleicht. Wir haben es versucht. Wir hatten einen Chemiker und fanden heraus, dass es nicht klappt. Selbst schaffen Cressida und David es nicht, die Lampe zu produzieren. Also schlagen sie Edward stattdessen vor, mit in die Firma einzusteigen. Der interessiert sich damals kaum fürs Marketing, verkauft seine Lampen in Juweliergeschäften. Sie mussten irgendwie aufgefrischt werden. Die Farben, das Metallfinish, die Verpackung, das Marketing. Sie mussten in andere Geschäfte. Ich wollte sie dort platzieren, wo junge Leute hingehen. Vintage-Märkte, Modeboutiquen, andere Arten von Independent-Shops. Neben neuen Marketingstrategien verpassen Cressida und David auch den Lampen selbst ein Update. Mit neuen Materialien und fluoreszierenden Farben. Es funktioniert. Die Lampe erlebt einen neuen Hype. Es explodierte in den 90ern. Das Business verdoppelte sich 10 Jahre lang jedes Jahr. Es war anstrengend, aber großartig. So feiert die Lavalampe in den 90ern ihr großes Comeback. Cressida und David übernehmen das Unternehmen Ende der 90er Jahre von Edward. Für ihren Erfolg werden sie mehrfach ausgezeichnet. Heute produziert die Fabrik in Poole rund 60.000 Lampen pro Jahr. Und tatsächlich ist Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern dabei einer der größten Abnehmer. Cressida und ihre Mitarbeiter haben noch viele Ideen, was man aus der Lavalampe sonst noch alles machen könnte.
Es gibt eine Verbindung zwischen Lavalampen und Musik. Damit wollen wir experimentieren. Es gibt da viele tolle Sachen. Vom Retro-Designobjekt zum Entspannungsgadget. Anscheinend wabert in der Lavalampe noch viel Potenzial. Wir sind gespannt, welche Überraschungen dieser Dauerbrenner in Zukunft noch parat hat.